Und ich sage Ihnen ganz offen, der 20. Juli, überhaupt der deutsche Widerstand ist nicht gemacht worden, um etwa den Gegnern Deutschlands zum Sieg zu verhelfen. Das ist ein Irrtum. Unsere Hauptaufgabe zum Beispiel im Kreisauer Kreis war es, die auswärtigen Mächte, die gegen uns zu Felde lagen, von Churchill bis zu Roosevelt, dafür zu gewinnen, dass sie ihre ganz unproduktive Formel von der bedingungslosen Kapitulation aufgeben würden. Denn diese Formel von der bedingungslosen Kapitulation hat den militärischen Aufstand gegen Hitler nach meiner Überzeugung um Jahre hinausgezögert. Soll man den Generalen Armee führen, die nicht vollständig erledigt sind, soll man denen zumuten, dass ins Blaue, das heißt ins Nichts hinein, mit dem Ziel der bedingungslosen Kapitulation Hitler stürzen? Das ist Unsinn. Wir haben uns jahrelang bemüht, diese nicht nur hinderliche, unproduktive, sondern katastrophale Formel zu beseitigen. Ist uns nicht geglückt. Churchill hat das verweigert. Und sicher nicht nur Churchill, sondern auch Roosevelt. Ich klage nicht an, ich stelle nur fest, aber man muss das wissen. Aber jedenfalls, es mag Fälle geben, wo auch im Tatbestand zwischen Hochverrat und Landesverrat eine saubere Schnittlinie überhaupt nicht mehr zu ziehen ist. Was uns betrifft, kann ich nur sagen, wir haben uns auf das Sorgfältigste gehütet, vom Hochverrat in den Landesverrat zu kommen.